sich dachten, na, ich sage Ihnen, im Anteil dieser Regierung können Sie sind, deswegen stelle ich mich auf Seiten der Regierung. Alle meine Vorredner, sowohl Flo als auch Johannes, haben es beide verkannt. Beide verkannt, dass dieser Antrag zu immens mehr Gerechtigkeit führt. Das ist die einzige Antwort auf den Vorschriftskapitalismus, die wir noch haben. Und ich werde Ihnen das erklären an drei Punkten. Am Wunder der Politik, am optimalen Politiker, nein, was rede ich, am Superpolitiker und am hämischen Lachen. Das Wunder der Politik. Wie funktioniert Politik? Was ist das Einzige, was Politik kann, was sonst nichts kann? Deswegen leben wir in einer Demokratie. Politik kann Veränderungsprozesse auslösen. Politik kann eine Gesellschaft oder einzelne Aspekte in einer Gesellschaft zu dem Besseren machen. Es geht immer darum, das bestelle ich jetzt mal allen hin, dass alles besser wird. Das Bessere ist immer besser als das Schlechte. Gut, für wen muss es besser werden in unserer Gesellschaft? Das ist die entscheidende Frage der Debatte. Für wen muss es besser werden? Für diejenigen, denen es schlecht geht. Und jetzt kommen wir zu dem genialen Schachzug von Nikos am Anfang. Den Mechanismus hat er nämlich erklärt, den muss man nur nachrechnen. Dann wird klar, wer ist der optimale Interessenvertreter. Sagen wir, Politiker verdienen im Moment 100.000 Euro im Jahr. Nach dem Antrag verdienen sie 200.000 Haften mit maximal 75%. Das heißt, sie haben danach noch 25.000 übrig. Und ihr ganzes Vermögen müssen sie auch einsetzen, 75% davon. Damit fragt man sich, für wen ist Politik zukünftig noch interessant? Und das habt ihr beide verkannt. Und da sage ich euch das. Das ist interessant, meine Damen und Herren. Für diejenigen, die nichts zu verlieren haben, die gar kein Geld haben. Für diejenigen, die mehr Geld haben. Für diejenigen, die das alles zum Besseren wandeln. Und deswegen, weil diese die Superpolitiker sind, ja, die lassen Angela Merkel super eigentlich aussehen wie Robin neben Batman. Ganz ehrlich. Da wird der aktuelle Politikerstab, nicht so ungut, nur noch zur Nebenrolle karikieren. Das Wort ist zu schwer. Wer Damen und Herren, diese Leute, die wirklich wissen, wie es ist, an der Armutsgrenze zu leben oder darunter zu kriechen, diese Leute können doch unsere Gesellschaft zum Besseren werden. Das können nicht Leute wie Uli Hoeneß, das können nicht Leute, die 20 Millionen haben, das Geld, die nach dem genialen Antrag von Nikos auch nicht mehr machen, weil es dieses Profit so gut ist, dass sie ihr Vermögen verlieren. Deswegen werden wir endlich als Nebeneffekt dieses Antrags, neben all den Vorteilen, die uns diese Regierung schon gezeigt hat, werden wir auch dazu kommen, dass wir endlich Politiker in unserer Gesellschaft haben, die Interessen der Schwächeren vertreten und so unsere Gesellschaft als Ganze zum Besseren wenden können. Und wer könnte da ernsthaft dagegen sprechen? Du? Ganz einfach, weil keiner mehr üblich ist, der sonst macht, meine Damen und Herren. Das ist das Gedanke. Ein Automatismus, nichts weiter muss passieren. Ich habe nicht zu sehen, wenn man noch etwas eingeführt. Es wird automatisch passieren. Und deswegen, damit ihr alle mit mir zusammen in die diabolischen Zerfratzung des Kapitalismus lachen können, wir das schon immer wollen, hämisch stimmt für diese Regierung.